dementsprechend geht es jetzt weiter mit dem heftigen Projekt. Beim letzten Mal bin ich ja hier bei den ganzen Büchern stehen geblieben. Also ich hatte jetzt zum Glück durch einen Villager da Fluch der Bindungsbuch mir ertraden lassen. Und als die nächsten zwei Bücher werde ich dann halt ein Reparaturbuch benötigen und ein Fluch des Verschwindensbuch. Und wenn ich die beiden Bücher habe, dann bin ich eigentlich mit dem Projekt schon komplett durch. Mit der 1.15 oder 1.16, je nachdem, womit ich halt weitermachen möchte. Damit geht es dann halt beim nächsten Mal weiter, wenn ich halt die beiden Bücher heute überhaupt kriegen könnte. Ich weiß halt nicht, ob ich so viel Glück haben werde. Ich denke mal nicht. Aber man kann es ja mal versuchen. Ja, ich wollte das dann halt so machen, dass ich auf der gleichen Map spiele. Da werde ich dann halt einfach, keine Ahnung, zu den Koordinaten X50.000 und Z50.000 einfach hier dieses Haus, was ich hier habe, werde ich dann einfach per World Edit dahin schmeißen und dann einfach bei einer neu generierten, sozusagen neu generierten Welt anfangen. Also halt nicht komplett von vorne anfangen. Ich werde dann halt hier die ganzen Items halt noch übrig lassen. Aber die Items, die ich dann neu gebrauchen werde, die werde ich dann halt in irgendwelchen Extrakisten reinlegen. Wahrscheinlich werde ich das dann auch irgendwie im Keller machen oder ich mache mein Haus ein bisschen größer und mache ein zweites Stockwerk. Das weiß ich noch nicht, wie ich das angehen werde. Das werde ich dann gucken. Und was ich mir jetzt halt überlegt habe, ich brauche ja noch ein bisschen mehr Emeralds, weil ich glaube 27 Emeralds werden nicht ausreichen, um jetzt zum Beispiel Fluch des Verschwindens und Reparatur mir ertraden zu können. Deswegen wollte ich halt zu dem Extreme Hills Biom gehen, was dahinter das Dorf war, wo ich mein Fluch der Bindung Buch bekommen habe von dem Villager. Und weil das relativ groß aussah, denke ich jetzt einfach mal, dass das Extreme Hills Biom sehr viele Emeralds bieten wird. Und ja, das werde ich dann jetzt erstmal so, keine Ahnung, für eine Stunde oder so machen. Dann werde ich wahrscheinlich so anderthalb Stacks an Enderperlen haben, schätze ich jetzt einfach mal. Danach werde ich dann versuchen, ein paar Dörfer zu finden, denen ich dann halt Emeralds mit Villagern traden kann, um dann halt die beiden Bücher, die mir noch fehlen, mir traden zu können. Ich gehe jetzt einfach mal nach oben und suche jetzt nach Villager-Dörfern. Haha, vielleicht kriege ich die Bücher ja auch heute zusammen, weil ich denke mal, dass die anderthalb Stacks an Smaragden ausreichen werden. Ich hoffe es einfach mal. Dann gehe ich jetzt mal einfach hier geradeaus hin. Da, ein Dorf, endlich mal. Dann können die wohl doch in Akazien-Biom spawnen, die guten alten Dörfer. Ich glaube, hier ist gar kein Haus von dem. Ich kann ja mal trotzdem gucken, ob vielleicht irgendwo doch einer rumlaufen sollte. Als ob hier zwei Geistliche sind. Drei? Es sind sogar vier. Fünf sogar. Wieso sind denn hier so viele Geistliche? Also wenn ich nach Enderperlen suchen würde, da wären die ja ganz gut. Aber ich brauche keine Enderperlen. Okay, da muss ich leider ein bisschen weiter gucken. Ich habe ein Dorf gefunden. Ein weiteres bei 17.000 Blöcken. Oh, das Dorf ist echt relativ groß sogar. Aber trotzdem ist hier kein Bibliothekar drin. Vor allem hier sind die ganze Zeit Geistliche, obwohl da auch nicht mal eine Kirche irgendwo hier in der Nähe ist. Also muss ich jetzt wahrscheinlich wieder so, keine Ahnung, ein paar tausend Blöcke laufen für das nächste Villager-Dorf. Vielleicht ist es auch sofort hier nebenan, weil hier halt ein... Oh, ist wirklich nebenan. Okay. Damit hätte ich jetzt auf gar keinen Fall gerechnet. So, vielleicht ist hier ja mal ein Bibliothekar oder ein Kartograf wenigstens. Ist ein weißer Villager. Das hier sieht auch wieder ziemlich schlecht aus. Hier spawnen halt auch irgendwie nirgendwo mehr Bücherhäuser oder so. Das ist halt das Problem. Ja, okay, das ist jetzt auch wieder natürlich ein Fail-Dorf. Jetzt habe ich einfach drei Dörfer hintereinander gefunden, ohne einen einzigen Kartografen oder auch keinen einzigen Bibliothekar. Ich will jetzt halt auch wirklich ungern irgendwie so 40.000 Blöcke laufen, nur um dann wieder ein Villager-Dorf zu finden, wo dann halt wieder nichts enthalten ist. Ja, Dorf. Und das, glaube ich, auch ein Bücherhaus. Wenigstens etwas. Ist hier überhaupt ein Bücherhaus? Ich glaube, hier ist wirklich wieder kein Bücherhaus. Was ist das denn? Vier Dörfer gefunden ohne ein Bücherhaus? Muss doch irgendwas schieflaufen. Und hier ist es ja leider nicht mit diesem Berufssystem so, wie in der 1.14, dass man einfach die Berufe von den Leuten hier wechseln kann. Okay, das ist auch wieder ein Fail-Dorf. Ich glaube, Richtung Süden war keine gute Idee. Aha, noch ein Dorf. So, da sind jetzt zwei Bücherhäuser nebeneinander. Also da müssten doch jetzt mal welche sein. Ja, Dankeschön.
Ich habe mal wieder einen gefunden. Ja! Nach 8000 Jahren. Dankeschön, Minecraft, dass du nett bist. So, du hast wieder Lust. Fluch des Verschwindens? Ja, okay. Damit hätte ich jetzt nicht gerechnet. Wenn ich jetzt noch Reparatur kriege, das wäre natürlich ultra heftig. Hä? Fluch des Verschwindens und Fluch des Verschwindens. 16 Emeralds, 26 Emeralds. Was? Minecraft? Was willst du mir jetzt damit sagen? Und noch ein Bibliothekar, okay. Jetzt aber. Schon wieder Fluch des Verschwindens. Was? Minecraft? Ich will kein Fluch des Verschwindens. Ich möchte Reparatur haben. Hör mir ganz genau zu. Reparatur. Dorf, okay. Und ein Wüstentempel. Das habe ich gar nicht gesehen. Dann gehe ich da mal gerade rein. Nichts, nichts. Schutz 3. Und noch ein Goldlöffel. Okay. Dann wieder raus hier. Du bist der Falsche. Du bist der Falsche. Ihr seid auch falsch. Okay, ist auf jeden Fall schon mal ein Bibliothekar. Perfekt. Mano, Mano. Oh, OP-Apfel. Brauche ich aber nicht. Ach, Mano. Noch ein Iglu. Ja, hier ist was. Ich glaube, ich bin jetzt einfach mal so hobbylos und mache das da. Das und dann das. Twitch ist mein Name doch auch grün, oder? Ja, er ist fertig und es ist ein Geistlicher geworden. Ganz schnell weg hier. Ja, Dorf. Sehr wenig auf jeden Fall. Ja, hau doch einfach ab. Ja, nicht abhauen. Ich will mit dir traden. Was habe ich jetzt angeklickt? Ja, das kann aber bei mir nicht vorkommen, weil... Ja, Reparatur! Yay! Perfekt, ich hab's fertig. Ich hab das Projekt durch. Ich bin mit der 1.12 fertig. Schnell zurück. Okay, Entschuldigung für die Reaktion. Okay, ist noch mehr Zivilisation. Hier um die Ecke müsste jetzt gleich das Netherportal sein. Ja, das ist da wirklich. Oh Gott. Ja, perfekto. Und jetzt die letzten zwei Items des Projekts. Fluch des Verschwindens und Reparatur. Reparatur. Fluch des Verschwindens. Und jetzt bin ich wirklich offiziell mit dem Projekt durch. Ja, oh, ist das schön. Ich kann einfach alles hier in die Kiste reinlegen und muss mich nicht mehr darüber wundern, dass ich noch irgendwelche Sachen brauche. Oh, endlich. Boah, 1,5 Jahre hat's gedauert. Es hat mit dem Stein angefangen und dann hat's schließlich geendet mit dem Fluch des Verschwindens Buch. Ja, einfach mal alle möglichen Items in Minecraft erfarmt. Hat noch nie jemand gemacht, glaube ich zumindest. Also zumindest nicht in der 1.12. Dann sage ich jetzt einfach mal Tschüss, Leute. Ich habe endlich das Projekt abgeschlossen. Beim nächsten Mal wird es dann wahrscheinlich mit der 1.12 oder mit der 1.16 dann beginnen. Auf jeden Fall bin ich jetzt froh, dass ich wenigstens mal ein längeres Projekt abgeschlossen habe. Dann sage ich mal Tschüss und bis zum nächsten Mal bei der 1.15 oder 1.16. Tschüss.